Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Teil Animal Crossing auf Dunkelheim und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht's stark an die Weihnachtsvorbereitungen, also für mich persönlich zumindest, aber auch in Animal Crossing. Schaut mal, hier liegt der Schnee und es macht so ein tolles Geräusch, wenn man hier drüber läuft. Und Schneeflocken und leider schneit's nicht, aber ich find's super. Meine Blumen explodieren leider. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch schon einen Schneemann gebaut, der leider nicht perfekt wurde. Mäh. Er hat gesagt fast, aber nicht perfekt. Aber ich würde gern zuerst mal in meinen Briefkasten gucken. Da hat sich nämlich einiges angestaut. Von der lieben Katharina. Lust auf was Neues, Simsala? In Sachen Mode muss man manchmal noch etwas riskieren, oder? Nee. Ich habe dir deshalb was gekauft, das du dir selbst garantiert nie zulegen würdest. Los, trau dich. Du siehst sicher toll damit aus. Na gut, das werden wir mal gucken, Benjamin. Heyo! Etwas aufzuschreiben kann gutes mentales Training sein. Blöd nur, dass mir gerade überhaupt nichts einfällt, was ich schreiben konnte. Ich glaube, ich sollte ein paar Gewichte stemmen gehen. Ja, mach das mal. Genau, hier haben wir die Athletenstatue gekauft. Das habe ich schon mal gelesen. Dann haben wir hier einen Hexenhut und ein Hexenkleid. Und noch ein Hexenkleid habe ich für unseren neuen Bewohner gekauft. Dann von Ike. Oh, Simsala. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Aber ich habe keinen Platz mehr dafür. Es fängt nur Staub und ich brauche den Staub für meine Staubsammlung. Okay. Also gehört es jetzt dir. Okay. Danke, lieber Ike. Und von Janine. Check das hier. Hast du schon gehört, dass wenn du dir beim Blumenpflanzen was wünschst, der Wunsch in Erfüllung geht, sobald die Blume blüht? Falls du es ausprobieren solltest, gib mir Bescheid, ob es stimmt. Blumige Grüße. Okay. Okay, okay. So, das war's mit dem Briefkasten. Ja, ich habe hier schon mal gestern Blumen ausgegraben. Und ich habe auch schon Baumschmuck. Baumschmuck habe ich geschüttelt. Okay. Eine Ohrenwärmer-Skimütze. Oh, die finde ich sogar recht süß. Ja, die finde ich gut. Also wir lassen meine aber auf. Aber süß finde ich sie. Das ist unsere Athletenstatue. Die bringen wir weg. Wir haben heute eh nichts Besonderes vor. Der Hexenhut und die Hexenkleider. Ein Ungestüm-Gemälde links. Okay, das weiß ich nicht, von wem das ist. Wahrscheinlich von Ike. Bestimmt eine Fälschung. Und eine Rose. Okay. Packen wir das Ganze erstmal weg. Dann ist auch jemand zu Besuch auf dem Campingplatz, habe ich gesehen. Den werden wir jetzt gleich auch mal nachgucken, wer es ist. So, das wollten wir behalten. Den Hexenhut will ich verschenken. Okay. So, du kommst wieder mit. Oh, es hört sich so toll an. Es hat geschneit. Ja, der Schneemann. Der nicht perfekt war. Blödes Dilemma. Hätte doch perfekt werden können. Dann, genau hier habe ich dekoriert. Guckt mal, wie es hier jetzt aussieht. Mit so Pilzlampen. Und diesen Ballons. Finde ich super. Gefällt mir richtig gut. Kommt immer mehr. Ich habe mir ein paar basteln lassen. Und auch jetzt mit den geschmückten Bäumchen. Ich glaube, wenn es dunkel wird, wird es richtig cool aussehen. Wenn dann die anderen Bäume auch noch geschmückt sind. Es werden ja immer mehr geschmückt. Also immer mehr Bäumchen werden geschmückt. Achso, hier wollte ich gar nicht lang. Ich wollte eigentlich zu unserer Hexe in Spee. Abgelenkt worden von der Deko. Mal gucken, ob sie da ist. Nein, sie ist nicht da. Aber ich glaube, wir können ihr eh noch nichts schenken. Also. Platzieren wir hier meine Hexenkleider.
dass wir ihr die schenken können. Bin ich gespannt, wie sie damit aussieht. Finde ich sehr lustig. Okay, nach der Bastelanleitung will ich noch gucken. Hier oben. Sonst muss ich hier wieder hinlaufen. Oh, da ist Benjamin. Mit ihm haben wir auch schon lange nicht mehr geredet. Hallo, Benjamin. Ich weiß. Meine Haltung war unter aller Kanone. Es tut mir wirklich sehr leid. Ja, ich wollte mit dir reden. Extrem buddeln. Mhm. Ja, nee, ich mach lieber extrem Plätzchen essen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Da oben ist so ein Plätzchenleiter. Da habe ich im Moment mehr Bock drauf. An den Leser dieser Nachricht. Ich sah mir an, was ich noch alles im Haus hatte und entwarf daraus kurzerhand ein neues Rezept. Ich hoffe, jemand findet dieses Rezept und freut sich. Es wäre schön, wenn es dir gefällt. Eine Pizza mit Obst. Wer mag Ananas auf Pizza? Also ich bin ja ein großer Fan von Ananas auf Pizza. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen laut. Moment. Ich muss mal kurz hier ein bisschen runterregeln, dass ihr mich auch noch hört. Sonst, ja. Ach ja, auf dem Campingplatz. Habe ich ja auch noch versprochen. Machen wir auch direkt. Und dann müssen wir unbedingt in die Schneiderei. Ich hoffe, es gibt dieses Rentierkostüm. Ich will unbedingt dieses Rentierkostüm haben. Oh mein Gott. Ja, tschüss. War schön mit dir. Nein, nein, nein. Und nochmal nein. Also ich weiß nicht, auf dem Campingplatz hatte ich noch nie einen guten Bewohner. Oh, hier ist die Kugel. Okay. Jetzt gucken wir mal, das ist eine Kugel, wo ist die andere? Die müsste dann eigentlich nicht weit davon entfernt sein. Oh ja, und ich habe den Boden ausgetauscht. Deswegen sieht es hier auch so ein bisschen komisch aus. Aber jetzt sieht es ein bisschen schöner aus, mit dem nichts mehr grün ist dazwischen. Das hat jetzt nicht mehr so ganz zum Schnee gepasst. Und die liebe Sabine hat mir ihren Boden verraten. Da ist die andere Kugel. Okay, alles klar, wir müssen da hoch. Dann können wir uns da oben auch gleich noch die Deko angucken. Da habe ich nämlich auch was bekommen. Hast du denn schon perfekte Schneemänner gebastelt? Oh ja, ich kann schon rollen. Hier habe ich nämlich auch was hingestellt, was ich gebastelt bekommen habe. Oh, einen Moment. Dich brauche ich aber auch. Hier geblieben, mein Freund. Das war das letzte Insekt übrigens, der Mistkäfer. Juhu! Ich habe jede einzelne Insektenart gefangen. Okay, wie cool. Und jetzt? Was passiert jetzt? Gucken wir uns an. Alle Insekten. Hat auch fast nur ein Jahr gedauert. Aber naja, immerhin. Fische fehlen noch ein paar. War auch nicht mehr so viele. Und ja, Meerestiere fehlen auch noch ein paar. Aber jetzt kriegt man doch bestimmt einen goldenen Kescher, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon hatte. Mich nicht mehr erinnern. So, okay, aber jetzt wird ein perfekter Schneemann gebaut. Ich bin da echt nicht gut drin. Das ist echt mein Endgegner. Und vor allem, manche schaffen das ja dann auch, den so perfekt hinzustellen, genau dahin, wo sie den hinhaben wollen und so. Bin ich immer sehr fasziniert. Ich bin schon froh, wenn er überhaupt annähernd perfekt ist und nicht das Kleinere auf dem Größeren steht. Andersrum. Also, man muss quasi sich daneben hinstellen und dann muss die eine Kugel höher sein als das Ohr oder auf Höhe des oberen Teils des Ohrs und das andere auf dem unteren Teil des Ohrs. Und machen das mal.
Ja, nee, muss noch ein bisschen. Upsa. Und ich renne meistens daneben. Jetzt stellen wir uns nochmal daneben. So, nein, so, so. Also unterer Teil des Ohrs wäre es jetzt schon, würde ich behaupten. Ich würde den ja gerne hier hinstellen. Meint ihr, der ist schon so weit? Ah, vielleicht einen Ticken noch, oder? Was sagst du? Oh, jetzt habe ich ihn wahrscheinlich zu hoch gemacht, oder? Ich sehe mein Ohr nicht. Okay, Moment. Ich drehe den einmal noch hier rüber. Und jetzt wieder zurück. So, jetzt müsste es eigentlich perfekt sein. Jetzt ist wieder zu wenig, ne? Also es macht mich fertig. Dieser Schneemann. Zum Glück hat man dann doch genug Zeit. Nicht draufspringen, nicht draufspringen. Nein, nein. Immer noch nicht. Moment, daneben stellen. Immer noch nicht. Okay. Stellst du dich auch so fürchterlich an wie ich? Und es gibt ja auch so Tricks, ne, wo man es dann quasi über irgendwas rollt. Aber selbst das kann ich nicht. So, eine Runde vielleicht noch. Jetzt würde ich sagen, stellen wir uns nochmal daneben. Ich sehe mein Ohr nicht. Ich glaube, jetzt könnte er perfekt sein. Und? Ich bin perfekt! Oh mein Gott, er ist tatsächlich perfekt. Mein Gott, sehr gut. Ich freue mich. In das Schneekunstmuseum gehörst du hin. Das stimmt allerdings. Ein Schneemannhut. Mhm. Okay, hat nur 10 Stunden gedauert, aber wir haben einen perfekten Schneemann. Und jetzt kann man dann auch immer jeden Tag zu dem Schneemann hingehen und der gibt einem dann, wenn er perfekt ist, immer wieder eine Riesenschneeflocke. Jetzt will ich mir den Hut auch angucken. Ein Schneemannhut. Oder kann ich vielleicht ein kleiner Schneemann sein? Okay, wir gucken nochmal, welcher Bewohner jetzt hier bastelt. Genau, also hier ist die Deko. Bestimmt auch schön aus. Ich habe leider noch kein einziges Rezept für die weitere Deko. Und guck mal, sie hat... Seht ihr das? Also ich finde sie hier ziemlich traurig. Ich muss hier unbedingt mal irgendwie Einrichtung schenken. Aber ich habe auch keine Einrichtung dabei, die ich verschenken kann. Aber sie hat meinen designten Weihnachtspulli an. Wie süß ist das bitte? Sie liebt Blumen. Oh. Okay, tschüss. Sie braucht unbedingt Möbel. Vielleicht muss ich sie auch einfach mal ausziehen lassen. Okay, sie bastelt schon mal nicht, aber hier bastelt noch jemand. Also, hier könnte noch jemand basteln. Aber dann, oh, guck mal, er hat mein anderes T-Shirt an. Schon mal den Baum auf dem Platz gesehen. Ah, der meint nicht meinen Baum. Moment, ah ja, doch, so kann man sich's angucken. Guckt mal, wie süß das Braun auch zu seiner Fellfarbe passt. Oh. Sehr süß. Okay, da bastelt schon mal keiner. Alles klar. Jetzt gehen wir
nochmal hier unten gucken, ob hier unten jemand bastelt. Oh ja. Grimm bastelt. Ein Objektmobile. Ja, will ich. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht. Bestimmt sowas zum Aufhängen. Das ist eine Weihnachtsanleitung. Guckt, und man kann die doch von Bewohnern bekommen. Ja, sehr gut. Weihnachtskugeln macht man. Das finde ich aber süß. Blöd ist nur, dass man es halt nur an der Decke oder der Wand aufhängen kann und nicht irgendwie an Außenwänden. Wann ein Achievement bekommt, wenn man alle seine Bastelanleitungen einmal gebastelt hat? Einmal alles basteln? Hallöchen! Ja, ja, möchte ich. Eine Flieherjacke, ein Fleece-Pulli. Kein Rentier-Outfit für mich. Eine Skimaske. Oh Gott, ist ja fürchterlich. Ich glaube, wir nehmen mal noch die Mütze in einer anderen Farbe mit. Finde ich auch gut. Socken nehmen wir natürlich auch mal mit. Kann man nie zu viele haben. Und diese Schuhe, die finde ich ja auch sehr schön. Diese Mokassin-Stiefelchen, die habe ich jetzt gerade schon in Schwarz an. Aber die nehmen wir auch noch in einer anderen Farbe mit. Vielleicht sowas. Ja, ich möchte zur Kasse gehen und ich möchte die Sachen nicht gleich tragen. Barfußschuhe sehen nämlich aus. Ich finde die ganz cool. Aber kein Rentier-Outfit. Ich hätte ja so gerne ein Rentier-Outfit. Ich würde nur mit dem Rentier-Outfit rumlaufen. Na gut. Gucken wir mal in den Shop. Hallo Elisa, dich habe ich leider auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich weiß. Es tut mir leid, aber guck mal, wie luftig du angezogen bist. Du frierst doch. Ja, aber es ist doch kalt. Ach, diese Frauen. Früher war ich auch so, egal ob man friert oder nicht. Hauptsache, es sieht gut aus. Die Zeiten sind lange vorbei. Den Leierkasten will ich kaufen. Der ist cool. Den will ich haben. Mhm. Den nehme ich. Danke. Ich habe wieder kein Geld mehr. Ui, das ist ein Blaulichtding. Okay. Ich weiß nicht, wofür man ein Blaulicht braucht. Aber den Leierkasten, den müssen wir irgendwo hinstellen. Ich weiß leider noch nicht, wo, aber... Oh ja, er hat von dem Baum geredet. Ich dachte, er hat von dem Vorraum gesprochen. Hier vielleicht. Ich höre leider nichts. Macht wohl keine Geräusche. Okay, dann auf zum Museum. Hier, guckt mal, ein geschmücktes Bäumchen. Nehmen wir natürlich mit. Brauchen wir zum Basteln. Oh, ich hoffe, ich kriege da ein paar Bastelanleitungen.
paar habe ich tatsächlich schon. Ich habe so eine Tauschaktion bekommen. Ich weiß gar nicht, welche das waren. Will mal gucken. Hier. Ah ja, genau, den Tannenbaum. Oh, die habe ich ja sogar doch schon. Nee, habe ich nicht selber gebastelt. Ich habe die bekommen. Ich habe ja gar nicht so viel Baumschmuck. Das war jetzt gestern das erste Mal. Aber hier, den finde ich auch sehr hübsch. Ja. Müssen wir doch mal vielleicht morgen ein bisschen dekorieren, wenn ich es hinbekomme. Ich noch ein bisschen schüttle. Shake it, shake it. Kann übrigens da immer sehr lange schütteln. Ich habe immer irgendwie die Erfahrung gemacht, wenn am Anfang nichts rauskommt, kommt später auch nichts raus. Ich weiß gar nicht, ob hier auch Wespen rauskommen können aus den geschmückten Bäumchen. Ich muss ja immer wieder sagen, es ist einfach zu spät, finde ich. Also am 15. Dezember kann man auch erst, glaube ich, die Anleitung bekommen. Und ich meine, dann ist ja schon fast Weihnachten. Ich meine, man muss doch ein bisschen länger was haben davon. Wo ist denn der andere? Ach, da. Okay, da kommt nichts mehr raus. Also kommt wahrscheinlich schon, aber ich habe keine Lust mehr. Okay. Jetzt auf ins Museum und unsere Errungenschaften schicken, spenden. Und da bin ich gespannt. Bekomme ich von ihm bestimmt auch wieder ein Poster, wenn ich alles gespendet habe. Jetzt werden wir gleich mal die Probe aufs Exempel machen. Ich will etwas stiften. Wir gucken jetzt erstmal, ob das ungestüm Gemälde... Ach nee, oh, guck mal. Die Athletenstatue kann ich gar nicht stiften. Die habe ich vielleicht schon. Lieber nicht. Sagt er jetzt was? Welch Qual. Dieses Wechselbad der Gefühle, Kuratorenstolz und Insektenekel im gleichen Maße. Doch nein, die wissenschaftliche Seite soll obsiegen. Eine komplette Krabbler-Kollektion ist eben grandios. Wenn es mir auch den Magen rührt, so ist eine komplette Käfersammlung doch etwas Gutes. Gruselig. So sehr es mich auch schaudert. Vielen Dank für die famosen Insekten. Ich werde die Lithografie unserer unlängst komplettierten Ausstellung in Kürze versenden. Sobald eine Ausstellung vollständig ist, gebe ich eine neue Lithografie in Auftrag. Also spenden Sie fleißig. Mhm. Kriege ich jetzt das schon, Poster? Ich möchte ein Poster. Oh ne, die will ich nicht. Okay, dann schickt er mir vielleicht die mit der Post. Ob ich da noch eine Anleitung für einen goldenen Kescher bekomme mit der Post? Das wäre natürlich auch cool. Oh, guck mal! Bodo ist hier! Oh, ne, es ist Udo. Ich schlürfe Kaffee, Flugzeuge, Sprit. Es gibt also immer einen guten Grund zum Zwischenlanden. Mhm, das stimmt. Spitzenwetterchen heute. Schön, auch mal unterhalb der Wolkendecke die Sonne zu sehen. Weißt du, was richtig toll ist, beim Landeanflug kleine Schneemänner zu erspähen? Erinnert mich ans Bodenpersonal, nur niedlicher. Da wird mir selbst im Winter warm ums Herz. Oh, die reden ja richtig viel. Urlaub gehört ja zum Pilotenjob dazu. Und einen besseren Urlaubsort als dieses Café gibt's nicht. Wie viel redet ihr denn noch? Oh,
Oh, süß, wie viel er echt redet. Bodo steht ja auch total aufs Kofis Kaffee. Ich soll ihm heute einen mitbringen. Oh, cool. Okay, aber ich möchte trotzdem einen Kaffee. Lieber Kofi, ich möchte mit dem lieben Udo einen Kaffee trinken. Mhm, mit Taubenmilch, ja. Das süße Kännchen. Guck mal, mit wie viel Liebe er das macht. Zuckersüß. Mhm, der Zauber der Taubenmilch, ja, ja. Ich muss krakeln. Wachsein ist als Pilot ja so ziemlich das Wichtigste. Darum soll ich mir vor dem Flug einen Kaffee gönnen. Ist Vorschrift, verstehst du? Aber da es einer aus Kofis begnadeten Händen sein soll, das bestimme ich. Süß. Das ist ja richtig. Die reden ja echt viel. Das ist ja total krass. Aber jetzt will ich trotzdem wissen, ob das Ungestüm-Gemälde eine Fälschung ist oder nicht. Das werden wir jetzt mal ihm zeigen. Ich hätte da was. Ich glaube, so funktioniert's. Das ist ein Original. Okay, also Ike, wenn Ike mir ein Kunstwerk schickt, dann ist es ein Original. Was Ike nicht selbstzufrieden ist, doch miese Peter, oder? Ich dachte, das ist nur bei selbstzufriedenen Charakteren. Bauschke ist, glaube ich, selbstzufrieden. Vielleicht ist es doch einfach nur Zufall, ich weiß es nicht. Aber, naja. Hier ist mal Katharina, können wir auch mal Hallo sagen. Oh ja, ich hatte auch gerade einen Kaffee. So. Na gut, aber ich glaube, das war's mit unserer Tour. Achso, ja, wir haben unsere Hexe ja noch gar nicht gefunden. Unsere weihnachtliche Winter-Shopping-Tour. Vielleicht ist sie jetzt zu Hause? Guck mal hier. Ach ja, da ist ja der andere. Bin ich nicht hier? Aber sie ist nicht da, ne? Ist sie denn? Kann nicht sein. Ich wollte unbedingt mal mit ihr sprechen. Ob sie bei Morpheus ist? Morpheus lebt aber jetzt ziemlich gefährlich. Nee, er ist alleine. Guck mal, wie süß er ist. Hier, guckt. Was? Er schenkt mir einfach sowas? Okay. Okay, danke. Das ist nett. Ich muss auch mal wieder Fossilien verschenken. Unbedingt. Und hier müssen wir auch mal ein bisschen Unkraut wieder mitnehmen, dass sich das hier halt auch verteilt. Das ist irgendwie nicht so ganz gewollt. Aber okay. Ja, ich muss mir die Hose angucken. Ich glaube, es ist nicht so mein Ding. Dachte ich mir schon. Schlangen mag ich nicht. Vielleicht ist sie hier? Also ich habe sie auf jeden Fall schon besucht, sie ist schon eingezogen. Ach nee, das war ja Grimm, der hat ja gebastelt. Ja, ja, ich vergaß. Da waren wir doch schon. Ja, ja, tschüss Grimm, wir waren doch schon da. Ich habe mich in der Tür geirrt. Na gut, keine Hexe zu sehen. Vielleicht braucht sie gerade... Da ist sie doch! Sie ist schon halt echt gruselig, ne?
Ja gut, also wir sind noch nicht so befreundet, wir können ihr noch nichts schenken. Okay, gut. Aber das kommt noch, das kommt noch. Dann würde ich jetzt aber tatsächlich sagen, ich verabschiede mich. Und bedanke mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast, dass du es bis hierhin geschafft hast, dass du so lange dran warst. Und ich freue mich auf die nächsten Teile und bald ist Weihnachten. Yay! Ich hoffe, du freust dich genauso wie ich. Ich hoffe, du bist nicht im Weihnachtsstress. Und falls doch, dann ist es ja bald vorbei, eigentlich schon wieder, leider. Oder zumindest dann ist endlich Heiligabend und ein paar freie Tage. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!